Hallo Leute und willkommen zurück bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Mit Tetra sind wir hier gerade in Schloss Hyrule unterwegs, beziehungsweise wir sind wieder hier. Und die folgt uns aus einem ganz einfachen Grund. Was schreibst du denn? Bring uns sofort zu diesem Kerl, dessen Stimme wir vorhin gehört haben. Denn vor gar nicht allzu langen Parts haben wir das Master Schwert erhalten und das hat sie gemerkt. Und das fand sie ziemlich cool. Und wir sollten jetzt bitte zeigen, woher wir das auch bekommen haben. Dann machen wir es einfach mal. Komm mal mit mir mit. Ich weiß noch ganz genau, wo es lang geht, Leute. Ich wurde kritisiert dafür, dass ich doch in diesem Part an dieser Stelle über. Wo ist die Frau? Wo ist sie? Gott. Ist sie verwirrt? Will sie nicht mitkommen oder was? Scheinbar nicht. Dass ich da an der Stelle über Thumbnails geredet habe und nicht über diese coole Szene. Da ist er. Los, komm. Zu dem Kerl, dessen Stimme wir gehört haben. Tut mir sorry, wo war das denn? Ging es hier irgendwo rein? Hier geht's doch runter. Kommst du? Und hier unten war. Ja, scheint richtig zu sein. Hier war das Masterschwert drin. Hallöchen, wer bist du denn? Du warst es also. Du hast es gewagt, meine Steine ohne Erlaubnis zu benutzen. Diesen Stein habe ich aus Gossipstein schleifen lassen. Gossipstein, der seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule weitererwerbt wurde. Du hast ihn machen lassen? Aus Gossipstein der Königsfamilie von Hyrule? Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sagst. Ihr habt sie doch bestimmt schon einmal gehört, oder? Die Legende vom Helden, in welcher vom Königreich die Rede ist, in dem die Kräfte der Götter ruhen. Und genau jenes Königreich, das ist jeder Ort, an dem sich ihr auch jetzt gerade befindet. Das hier ist Hyrule. Und ich bin der König dieses Landes, Daphnos Johansson von Hyrule. Johansson. Okay. Erik, kommt dir meine Stimme denn nicht bekannt vor? Ja, ich weiß, der dich hierher geführt hat. Der rote Leuchtenkönig. Nicht sein Ernst. Was ein Plot-Twist. Wärest du mit Hilfe des Masterschwertes in der Lage gewesen, Garnet zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen. Aber nun? Doch wie ihm auch sei, ihr beiden müsst mir erstmal kurz zuhören. Vor langer Zeit hat der gierige Ganon, der sich nach den Kräften der Götter verzehrte, dieses Land Hyrule in ein Reich der Finsternis verwandelt. Meine Kraft reichte nicht aus, ihm Einhalt zu gebieten, und so konnte ich nur beten und dieses Land seinem Schicksal überlassen. Die Götter erhörten mein Flehen und schickten eine Sintflut, die Störgeräusche verursacht. Mitsamt Hyrule auf dem Grund des Meeres, Handy, geh weg! Doch nun verbannte man ein ganzes Volk eines Landes, denn es ist gewissermaßen so, als hätte man es ausgelöscht. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Bannsiegel erschufen, Nachfahren auserwählt und ihnen aufertragen, in die hohen Gebiete zu fliehen, in die hohen Gebirge zu fliehen und dort eine neue Zivilisation zu gründen. Sorry, ich habe heute Glühwein getrunken, vielleicht kann ich deswegen nicht mehr lesen. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen. Und wäre Ganon nicht wieder auferstanden, dann wäre auch Hyrule niemals aus seinem ewigen Schlaf erwacht. Tetra, tritt vor mich. Dieser Halsschmuck, den du trägst, ist das Triforce der Weisheit und ein seit jeher überlieferter heiliger Familienschatz des Könighauses. Deine Mutter hat ihn dir mit der Bitte überreicht, stets gut auf ihn aufzupassen. Oder täusche ich mich etwa? Dieses Triforce selbst ist Teil der Kräfte der Götter, die wir so sehr vor Ganondorf zu bewahren versucht haben. Die Götter haben es deinen Vorfahren anvertraut und ihnen aufgetragen, es vor der Macht des Bösen zu verteidigen. Und du musstest diesen Kodex aus alten Tagen entsprechend aufwachsen. Lass mich dir offenbaren, warum. Er zittert ein bisschen. Das ist von. Ja. Von A Link to the Past. Die Intro-Musik. Ihre Haare sind echt grün gerade. Aber hi, schön dich zu sehen. Wer könnte das wohl sein, Leute? Was glaubt ihr?
Ich sag euch eins. Es gibt davon eine Amiibo-Figur. Ich. In dein Ader fließt das Blut der Königsfamilie von Hyrule. Du bist die legitime Thronerbin dieses Landes. Du bist Prinzessin Zelda. Zelda? Ich bin eine Prinzessin? Deine Verwirrung ist nur allzu verständlich. Erik, ich bin untröstlich, dich in all dies mit hineingezogen zu haben. Aber jetzt, wo er weiß, dass Tetra in Wirklichkeit Zelda ist, wird Ganon alles daran setzen, sie zu finden, um sich der Kräfte gerade zu mächtigen. Ich hatte gerade ein kleines Problem mit meiner Stimme, ist nicht so schlimm. Wenn es erst soweit kommt, ist nicht nur Hyrule verdammt, sondern auch deine Welt für immer in Finsternis gestürzt. Erik, bitte hilf mir noch einmal. Ich hege einen stärkeren Verdacht, was der Grund für die Schwächung des Masterschwertes sein könnte. Bitte kehre wieder mit mir auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke, das Böse zu verbannen. Ja? Zelda. Es wäre so gefährlich für dich, dich unserer Sache anzuschließen. Glücklicherweise weiß Ganon noch nicht von diesem Ort. Bitte verweile hier und erwarte unsere Rückkehr. Erik, brechen wir auf. Das ist so kacke, man weiß, man gar nicht verspricht. Unnötig? Warum macht er das? Das ist komplett unnütz. Haben wir nur so ein Show. Erik. Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber ist doch meine Schuld, dass du und Avril so viel Leid erdulden musstest. Verzeih mir bitte. Erik. Bitte pass auf dich auf. Na, viel Spaß in deinem geilen Schloss hier, was komplett mit vollen Monstern ist. Und stuff. Oder haben wir die besiegt? Oh shit! Wie soll sie da jemals rauskommen? Denk. Geht es hier raus? Gute Frage. Jo. Okay, Moment, warte mal. Ist der, wie heißt er denn? Hephaistos irgendwas? Ist das der Leuenkönig? Oder hat er den geschickt? Erik, lausche aufmerksam meinen Worten. Dass das Masterschwert die Stärke verloren hat, das Böse zu verbannen, kann nur eins bedeuten. Den Weisen, die als Medium zu den Göttern fungieren und deren Kraft das Schwert speist, muss irgendwas zugestoßen sein. Die Kamera wackelt gerade echt ein bisschen seltsam auf und ab. Die beiden Weisen befinden sich im C4-Tempel im Norden und im Terra-Tempel im Süden Hyrules, wo sie jeweils den Göttern ihre Gebete darbringen. Sorry, Leute. Du musst diesen beiden Tempel aufsuchen, herausfinden, was den Weisen zugestoßen ist, und dem Schwert, da kommt kein Komma hin, wieder seine alte Stärke zurückgeben, das Böse zu verbannen. Leider verhindert der Bannkreis, den Ganon hier in Hyrule errichtet hat, dass du dir mal den Tempel von hier aus aufsuchen kannst. Allerdings gibt es hier einen weiteren Eingang zu den Tempeln, und zwar hoch oben in den Bergen. Und diese Berggipfel sind nun oberhalb des Meeres zu Inseln geworden, was du nicht sagst. Die beiden Orte habe ich dir wie üblich auf deiner Seekarte eingezeichnet. Also dann, wenn wir noch länger verzweifeln, erfährt der Feind noch, wo sich Zelda aufhält, dass uns unverzüglich auf die Oberwelt zurückkehren. Alles klar, ihr seid doch alle verrückt. Ohne Witz. Jetzt sind gerade zwei Charaktere aufgedeckt worden, praktisch. Alter, hat er gerade meine Aufnahme von vorne gestartet? Nein, gut. Was sah halt so aus, als ob der Counter resettet wurde. Bei 9-11. 9 Minuten 11. Erik, kennst du die Legende vom Helden der Zeit? Jo. Vor langer Zeit bezwang er den schrecklichen Ganon und brachte Hyrule wieder Frieden. Und genauso wie in Zelda, ruhte auch in ihm ein Teil des Triforce. Sein Triforce war das Triforce des Mutes. Als jeder Held wieder zurück durch die Zeit reiste und zu Hyrule zurückließ, verließ auch das Triforce den Helden. Zerbrach in 8 Splitter und verstreute sich in alle Welt. Leider kann auch ich dir nicht sagen, wo du diese Splitter finden kannst, aber ich bin mir sicher, sie ruhen irgendwo in diesem großen, weiten Meer. Bist du vielleicht irgendwie jemandem begegnet, der vieles weiß von Dingen, die tief im Meer verborgen liegen? Verzeih mir, wenn du ihn noch nicht kennst. Wer fragen kann, bekommt auch Antworten. Das schreibt sich groß. Antworten schreibt sich groß. Und am ehesten schreibt sich groß. Ehesten schreibt sich groß. An dem ehesten. Bekommst du die gewünschte Antwort dort, wo viele Leute sind? Oder bin ich jetzt doof? Jetzt mal ehrlich. Wo viele Leute sind? Ist das Portemonnaie? Nein. Das Portemonnaie.
Ich glaube, in Portemonnaie sind viele Leute und ich hasse diese Karte, ne? Die ist echt asozial. Mann, so. Okay. Moment. Da, da, da. Song of Wind. Und zwar wollen wir... Doch, erstmal hoch. Nach hoch. Oh, das ist ja... Ach. Das Ding ist, auf der Karte sind wieder zwei Sachen markiert. Und bevor ich wie letztes Mal da nicht hinfahre, weil ich glaube, nee, das sind Wirbelstürme, fahre ich da einfach jetzt hin. Auf geht's. Huch, oh Gott. Ach Leute, mit dem Glühwein war übrigens kein Witz. Ne? Ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben Glühwein getrunken und ich muss sagen, ja, ich war heute in Bremen auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, also, ja, kann man machen. Aber die Cola von McDonald's, die ich noch in der Hand hatte, hat mir irgendwie dann doch besser. Das war ein Soundfehler. Wehe, die Aufnahme kackt ab. Ich bringe euch alle um. Dieser Part ist so storylastig, dass es krass ist. Was ist denn da? Das ist eine coole Insel. Wollen wir mal wieder ein bisschen was plündern? Und dann fährt ein Masterschwert an Bord hier. Wollen wir mal machen? Wo schießt der denn hin? Ach ja, Leute. Den letzten Zelda-Part habe ich aufgenommen, da war Mario Run noch gar nicht draußen. Ist gestern rausgekommen. 15.12. Ich glaube so kurz vor 19 Uhr. Oder so halb sieben abends. Schieß dich kaputt, du Arsch. Fatz. Und zack. Lustig. Keine Truhe für mich. Als ob. Geizhälse. Das Geld kann ich auch nicht gebrauchen, eigentlich. Boot. Herr Boot. Haha. Ich möchte anmerken, dass ich ultra gehypt bin auf Zelda Breath of the Wild. Jetzt, wo ich... Alter! Wo ich weiß, dass das auf der Switch auch gut läuft. Bei Jimmy Fallon in der Serie oder Sendung haben sie es zum ersten Mal gezeigt auf der Switch und es lief fantastisch. Wenn ich so die Kamera bewege, ist es ja flüssig, aber nicht perfekt. Und das lief noch flüssiger als jetzt so hier auf dem Wasser rumfahren. Auf der Switch, auf dem Tablet, im Tablet-Modus. Ganz ehrlich, ich bin begeistert. Da vorne ist Problem. Ich fahre zu den markierten Sachen. Ich mache nicht wieder diesen Fehler, dass ich da eben nicht hinfahre. Da hat sich gerade die Welt aufgebaut. Und Gerüchte zufolge soll ja tatsächlich Zelda Breath of the Wild für die Wii U gecancelt worden sein. Was zum Teufel? Ganz ehrlich, das wäre nicht cool. Das wäre absolut nicht cool. Also mir wäre es jetzt persönlich relativ egal. Verzeihung. Bin noch ein bisschen krank. Weil ich ja die Switch-Version kaufen werde. Aber... Ist halt doof für alle Wii U-Kunden, die halt jahrelang wirklich auf ihr Zelda-Game gewartet haben, ihr exklusives, und es dann halt nicht bekommen. Für die ist das halt scheiße, ne? Gerüchten zufolge soll es sein, weil das Spiel auf der Wii U nicht gut läuft. Hat man auch schon gesehen, das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe online ein lustiges Gerücht gesehen, wo ich mir dachte, okay, wie kommt man auf sowas? Und zwar hat da jemand sich den Grund überlegt, dass das doch sein könnte, weil das Spiel Zelda Breath of the Wild nicht auf eine Disc passt. Okay. Ich bin sehr sicher, dass das nicht der Grund ist. Ganz ehrlich. Als ob. Als ob. Ja, Cartridges sind größer. Mittlerweile. Aber trotzdem, das sieht interessant aus, ehrlich. Sieht sogar ziemlich interessant aus, das Ding, ne? Da ist ein Boot mit Menschen. Da ist ein Wirbelsturm. Der Typ, der will mich abschießen, ne?
Fire in the hole. Ah, ein Sägefecht. Du Asozialer, ey. Ah, fahr lieber weg. Nicht, dass wir hier noch gar nichts machen können und ich hätte doch nach Portemonnaie hätte fahren sollen. Müssen. Egal, schauen wir uns hier doch mal um. Guten Tag, das sieht interessant aus. Darf ich Ihnen helfen? Schöner grafischer Effekt mit dem Gras, aber grasischer Effekt. Warum sind hier diese Teile? Warte mal eine Sekunde. Okay, Leute, bin wieder da. Ich musste nur gerade mal kurz die Aufnahme neu starten, weil irgendwie mein Sound so enorm asynchron war, dass ich mir schon Sorgen gemacht habe, dass auch die Videodatei asynchron ist, was nicht so geil wäre. Was genau? Können wir das vielleicht sprengen? Das funktioniert nicht. Ne, da brauchen wir so gar nicht. Ne, irgendwie nicht. Dann, lasst mich hier mal mich kurz umgucken. Kann man hier irgendwo hoch? Nein, hier nicht. Na, was ist das hier? Nein. Greifhakenpunkte. Nö. Den Hammer. Warum ist der gelb unterlegt? Ist die Frage. Ich komme da nicht hoch. Dann ist das jetzt ein bisschen doof so. Ich weiß nicht, ob es sie in dem Spiel gibt, aber es schreit hier gerade nach Eisenstiefeln. Deswegen würde ich eigentlich glauben, dass wir hier noch ein bisschen falsch sind. Hätte ich jetzt mal so. Vor allem ist hier auch keiner. Ne? Er sagt ja, wir sollen mit Leuten reden. Wenn hier aber gar keiner ist, wie soll man das machen? Also. Hallo Leuenkönig, wir hissen die Segel, wir gehen von Bord, an Bord. Portemonnaie ist schließlich auch direkt hier unten. Pass auf. Genau da lang. Einmal kurz den Wind waken und da haben wir es. Ganz easy, Leute. Ganz easy. Und zwar in den Süden. Jetzt habe ich auch langsam raus, wie das mit diesem... mit dem Wind funktioniert. Da vorne ist es auch schon. Also nicht allzu weit entfernt. Was? Aber... es schreit nach Eisenschuhen. Ich bin, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es sie hier gibt. Ich würde jetzt aber mal ganz spontan sagen, ja. Portemonnaie ist sowieso eine gute Idee. Portemonnaie ist eine gute Idee. Aus dem schlichten, einfach ergreifenden, riesengroßen Grund, weil dort es ja wohl auch, angeblich, das bessere Segel gibt. Also, dass man dann schneller driven kann. Was auch mal nicht schlecht wäre, wäre eine größere Rubinbörse. Nur so. Portemonnaie, oh, tut es weh im Schnee. Ach, Leute. Da ist Poppen. Ah, das hätten sie doch echt besser machen können, oder nicht? Das ist so ein bisschen... ja, es stört mich nur insofern, weil es praktisch diesen Eindruck einer verbundenen Welt so ein bisschen... ja, zerstört ist vielleicht ein bisschen krass, aber... ich denke, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Es macht halt einfach dann nicht so einen guten Eindruck. Wir legen mal hier an, wo wir auch schon beim ersten Mal waren. Wie viele Spoilerflaschen hier sind, das ist ja zum Kotzen. So, hier sind viele Menschen. Zusätzlich ist ja hier auch ein Brief. Ein Brief. Cool. Guten Tag. Guten Abend. Ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Den Brief kriegen wir per Nachname. Das war... bist du behindert? Muss ich das machen? Per Nachname. Ja, hoffentlich ist das was Wichtiges. Sehr geehrter Herr Fee, vielen Dank für deinen Kauf. Ich habe dir eine Wahnsinnskarte beigelegt. Auf wie sind die Orte angesichtet, an denen du die Treffer-Karten und Spieler findest? Wahnsinn, oder? Also mach dich daran, all die schönen Karten zu finden, damit ich mir meinen Kopf über sie zerbrechen kann. Eins bitte ich aber zu entschuldigen, Herr Fee. Den Ort des letzten Spielers musste ich nicht. Es scheint nämlich umherzuwandern, sobald es Nacht wird. Bitte nicht böse sein. Ist das jetzt deren Ernst? Ich muss Geld bezahlen, um das Spiel weiter zu spielen? Das ist ja Pay to Win. Das ist ja Pay to Win. Hi. Du siehst creepy aus. Ksch, ksch. Schleich dich. Was ist das? Mit Hilfe von Bra in den Ständer einsetzen. Nur ein kleiner Hanke für dich.
Was soll ich da einsetzen? Eine Bombe? Das hat jetzt nicht geklappt. Vorsicht. Ha? Wer ist da? Hä? Ist die... Sekunde mal, Madame. Kommen Sie mal wieder. Kommen Sie mal wieder. Die hat doch irgendwo einen Dreck am Stecken jetzt. Die ist nicht ganz koscher. Wenn ich das mal so sagen darf. Kann die fliegen? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Oder habe ich sie jetzt komplett getötet? Irgendwie. Kommt sie jetzt nicht mehr wieder? Hier war der Verkäufer von einem Segel, ne? Scheiße, ich habe sie komplett getötet. Sie ist weg. Was ist das denn? Okay. Ich würde aber sonst sagen, ich weiß auch immer, diese Frau war, dass wir uns beim nächsten Mal dann darum kümmern, nach diesen Triforce-Teilen zu suchen. Und hoffe, ihr seid wieder mit am Start hier bei The Windbreaker HD. Am Start im nächsten Part. Link natürlich sowieso. Und dann sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dahin. Haut raus. Oh, ciao.